Kurdische Bewegung, indem er selber verbietet, die kurdischen Organisationen, ihre Fahnen und Symbole. Vom PKK-Verbot der 90er Jahre bis hin zur neuesten Aktualisierung, wo auch die Fahnen der JPG und JPJ verboten wurden. Jene Fahnen, unter denen noch vor kurzem die Hauptstadt des IS Raqqa befreit wurde. Jene Fahnen, unter denen die kämpfen, die jetzt Evin gegen den Krieg der Türkei verteidigen. Wir leben in einem Land, in dem die Fahnen der Jugend ertragen, die Bilder davon darf sie nicht sehen. Das ist eine Frechheit. Und wenn wir heute hier stehen und die fahnenationistische Linke hat in den Tat kann und muss, damit unser Kampf wirklich ist. Mit diesem Bewusstsein haben wir uns allein des deutschen Staates nicht mehr aus. Leo! Wer was besonnen mit du? Wer zu machen wir hier an? Wer ist Sarokar Klinere? Sarokar Klinere, die Menschen? Hagen zu Hagen!